Soll ich ihm verzeihen? Soll ich ihr vergeben? Guten Morgen. Die große Frage, die sich viele Menschen stellen, ist es sinnvoll, jemanden zu vergeben oder zu verzeihen oder sollte eine gewisse Sache adäquat aufgearbeitet werden? Darum geht es heute. Es gibt grundsätzlich die Frage immer nach Vergebung. Aber was passiert denn, wenn man nicht vergibt? Die Frage nach Nichtvergebung, also dem Gegenteil, wird selten gestellt und diese führt viel häufiger zu einem wohltuenden Ergebnis. Also, was ist denn, wenn man nicht verzeiht und nicht vergibt? Dann ist es so, dass man in einer gewissen Art und Weise Vergangenem anhaftet. Eine Anhaftung existiert. Gedanken, die man hat bezüglich des anderen Menschen, eine Schuld, die noch nicht beglichen ist oder eine Diskussion, die noch nicht ausgefochten ist. Und da gibt es zwei Punkte, die ich innerhalb dieser Anhaftung mit euch besprechen möchte. Das ist einmal die Identifikation und das zweite ist das Gerechtigkeitsempfinden. Und ausgehend dieser beiden Punkte möchte ich zu einem Schluss kommen, den ich für mich getroffen habe und euch die Möglichkeit geben, entsprechend eure Entscheidung zu treffen, die natürlich nicht der meinigen entsprechen muss. Also, das erste ist Identifikation. Wenn wir jemanden verzeihen wollen oder wenn wir jemanden vergeben wollen, dann ist das immer nach hinten gerichtet, in die Vergangenheit. Es ist etwas passiert oder es stand etwas im Raum, was noch im Raum steht, was irgendwann vorgefallen ist. Und das ist ein, wenn man von Energie spricht, ein altes Muster. Ein altes energetisches Muster ist irgendwann existent gewesen. Und das zieht man so nun immer mit sich herum. Und das kann eine Sache gewesen sein, wie meine Eltern haben mich falsch erzogen, in der Kindheit ist mir so viel Schreckliches passiert, ich bin vergewaltigt worden oder wir leben in einem System, was uns chronisch in der Sklaverei hält. So. Dies alles sind Punkte, die ein Problem wahrscheinlich gewesen sind. Für die meisten von uns zumindest. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann muss man einfach sehen, dass diese Dinge in der Vergangenheit passiert sind. Sie sind nicht mehr jetzt. Man identifiziert sich aber immer noch mit diesen Dingen. Denn man sagt immer noch, ich war ein Opfer. Ich war ein Opfer. Mir wurde Leid angetan. Und das sagt man mit einem gewissen Pathos, der impliziert, dass das Leid immer noch existent ist. Aber das Leid wurde einem angetan. Das ist nicht mehr existent, sondern man haftet an diesem Leid an. Man identifiziert sich in der Rolle als Opfer. So, das ist eine Problematik. Oder die eine Problematik, Identifikation. Man identifiziert sich mit seinem Gedanken, mit seiner Rolle als Opfer, als derjenige, dem ein Leid zugeteilt wurde oder angetan wurde. Und jetzt gibt es noch das Gerechtigkeitsempfinden. Es ist irgendetwas passiert und das erste war die Identifikation. Man fühlt sich als dieser Teil in dem Spiel dessen, was man versucht zu verarbeiten. Und dann hat man noch so eine Art Gerechtigkeitsempfinden. Man denkt so, mir ist Unrecht getan worden. Oder ich habe mich jetzt mit meinem Freund gestritten und das muss jetzt geklärt werden. Das ist noch nicht ausgefochten. Da ist irgendetwas noch im Raum. Und da spielen zwei Dinge eine Rolle. Denn oftmals ist das, was im Raum stand, auch gut so, dass es im Raum stand und steht immer noch in diesem Raum. Nämlich, wenn zwei Meinungen aufeinander prallen. Da gibt es kein, es muss geklärt werden. Das kann nicht geklärt werden, häufig. Denn da kommen zwei Dinge. Zum einen Emotionen, auch sowas wie Sturheit, die einem einfach nicht fähig sein lassen oder nicht fähig lässt, auf den anderen einzugehen. Oder eine Geschichte, die diese beiden Menschen mit sich herumtragen. Insbesondere natürlich bei Beziehungen, die ausschließlich auf den anderen Partner gerichtet sind, wo man sich nicht frei entwickeln kann, sondern wo man den Konsens hat, hey, wir führen eine monogame Partnerschaft. Da kommt es häufig dazu, dass Emotionen eben nicht verarbeitet werden adäquat.
Und entsprechend diese Emotionen hemmen dann diesen Meinungsaustausch, diese Konstruktivität, die man kennt mit ganz vielen anderen. Ihr kennt das sicherlich alle, dass man sagt, hey, mit jedem kann ich konstruktiv reden, nur mit dir nicht. Und das ist dann meistens der monogame Partner. Und entsprechend ist das eine Sache, und das andere ist generell, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Gerechtigkeit ist so ein Moralpunkt, und man sagt, dass da gibt es einen Konsens, es muss gerecht sein. Nur oftmals ist es so, dass sein Gerechtigkeitsempfinden oder seine Moral nur deshalb, weil man es als gerecht deklariert, noch lange nicht gerecht sein muss. Man empfindet es nur als gerecht. Aber diese beiden Punkte, also die Emotion und das Gerechtigkeitsempfinden, was letztlich man durchaus auch als Emotion bezeichnen kann, führt dann dazu, dass eine Klärung oft nicht stattfinden kann, weil jeder seine Emotion hat und sein Gerechtigkeitsempfinden. Und deswegen darf das auch ruhig mal in dem Raum stehen bleiben und muss nicht geklärt werden. Es gibt natürlich auch Dinge, die geklärt werden müssen, organisatorische Dinge zum Beispiel, aber, und selbst da ist auch immer die Frage, ob das tatsächlich so sein muss. Aber generell ist es so, dass sehr, sehr viele Dinge eigentlich gar nicht geklärt werden müssen, wenn man seinen Weg einfach weitergeht. Was geschehen ist, das ist geschehen. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und eine Situation war eine Situation und jetzt eine neue Situation. Und man sollte auch den Mut haben, mal weiterzugehen und nicht zu verharren und nicht anzuhaften. Und das ist natürlich nicht so einfach, Sachen hinter sich zu lassen, einfach so, ohne sie geklärt zu haben. Und das kostet auch immer Zeit. Aber es gibt eben diese zwei Wege. Es gibt den einen Weg, das ist für mich persönlich ein leichter Weg der Befreiung, so wie ich ihn bezeichnen würde, oder es gibt den schweren, steinigen, dunklen Weg des Schmerzes, dass man dann immer wieder durchgeht durch diese Emotionen und immer wieder dem anhaftet, diese Ungerechtigkeit und der Hoffnung, dass noch was geklärt wird, oder dass man ihm nicht verzeihen kann, weil er mir sowas Schreckliches angetan hat, anstatt ihn einfach zu meiden oder zu ignorieren, sondern und seinen eigenen Weg zu gehen, sondern immer wieder dieses Hochholen, diese Identifikation als Opfer oder als mir wurde Unrecht getan, ihn immer wieder hochholt. Und deswegen empfinde ich dieses nach vorne schreiten als einen leichten Weg und als einen befreiter Weg. Warum sich damit noch herumärgern? Und dann gibt es natürlich eben auch diesen anderen Weg, der ist für mich ein schwerer Weg und das ist ein sehr schmerzvoller Weg. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass das, nur weil das für mich der leichte Weg ist, dass das für alle Menschen der richtige Weg ist. Es gibt Menschen, die haben keine Wahl. Die können nicht entscheiden. Sie haben nicht die Fähigkeit, Vergangenes einfach hinter sich zu lassen. Und die Erfahrung habe ich gemacht. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, du bist jetzt schlecht, weil du nicht verzeihen kannst, das ist sehr gefährlich, weil dann fühlt sich dieser Mensch als irgendetwas Schlechteres, weil er den Vergleich mit einer anderen Person, die es hinter sich lassen kann, nicht standhält. Und das führt dann noch mehr zu einer Opferrolle, die an sich schon genährt wird dadurch, dass man anhaftet an einer Situation, wo man Opfer gewesen ist. Und das einfach dann anzunehmen, zu sagen, okay, ich gehe diesen schmerzvollen Weg, weil ich nicht die Fähigkeiten habe, etwas hinter mir zu lassen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch betonen möchte, dass es durchaus richtig sein kann. Für mich persönlich hat sich nach dieser Analyse, für was Identifikation angeht und auch dieses Gerechtigkeitsempfinden, ganz klar herausgestellt, dass ich, und ich kann das auch, das hinter mir lassen kann. Ich kann verzeihen. Wenn mir jemand Unrecht getan hat, wenn mir jemand etwas Böses getan hat, dann schließe ich daraus meine Konsequenzen. Und das kann, dass ich diesen Menschen nicht mehr beachte sein. Das kann sein, dass ich ein Gespräch suche mit ihm auf einer anderen Ebene. Das kann so vieles bedeuten, je nachdem. Es kann ja auch sein, dass ich mir selber vielleicht verzeihen oder vergeben kann oder eben auch nicht kann. Es geht nicht immer nur um andere Menschen. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema Verzeihen und Vergeben denkt, ob ihr
den Wunsch nach Verzeihen vergeben habt, aber das vielleicht nicht umsetzen könnt. Und wenn das so ist, dann würde ich vielleicht auch noch ein konkretes Video machen, wo es jetzt nicht so allgemein darum geht, ob man durchaus auch mal nicht verzeihen und nicht vergeben kann, sondern wie man konkret verzeihen kann. Und wenn euch das interessiert, dann ja, schreibt mir das in die Kommentare. Und ja, ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das ja tun. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder, euer Samuel.